Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video vom Quizduell Wintercup 2019. Wir sind in der Kicktipp-Gruppe und aktuell sieht so aus, als ob Leon 223 tatsächlich davonziehen würde. Er hat jetzt schon 4 Punkte Abstand auf mich und auf Chino. Genau, das sind bisher die bisherigen Punktestände. Heute haben wir noch folgende Partien für euch. Folgende 4 in diesem Video. Kunst und Kultur gegen rund um die Welt. Die Frage ist, kann Kunst und Kultur erneut überraschen? Das ist die große Frage. Aber das seht ihr gleich. Dann haben wir Kinofilme gegen Macht und Geld. Das ist dann Gruppe A. Gruppe A auch außerdem Wunder der Technik gegen Tausend Kühn und Essen und Trinken gegen Körper und Geist. Ja, das Essen und Trinken gegen Körper und Geist, wirklich ein Topspiel. Beide haben bereits gewonnen. Kinofilme, Macht und Geld haben beide verloren. Also es bleibt definitiv spannend. Auch die Frage, ob Tausend Kühn auch das zweite Spiel für sich entscheiden kann. Also interessante Partien, definitiv. Im letzten Video gab es ja auch schon eine Überraschung, nämlich Zeugen der Zeit hat gewonnen gegen die 2000er, hätte ich auch nicht erwartet. Die anderen Ergebnisse, ja, konnte man so, denke ich, schon erahnen. Aber ihr seht es an meinen Tipps, die waren jetzt auch nicht so gut. Also ihr seht schon, ich tippe tatsächlich davor, schon bevor ich das alles aufnehme. Genau, und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal rein mit Kunst und Kultur. Und Kunst und Kultur spielen wir gegen Pex Mozart. Also Grüße gehen an der Stelle mal wieder raus an Pex Mozart. Er schaut fast alle meiner Videos. Genau, Kunst und Kultur nehmen wir jetzt. Ich bin gespannt. Im ersten Spiel, da konnte er Kunst und Kultur mit 3:1 gewinnen gegen Medienunterhaltung. Was passiert jetzt? Wie hieß der Ehemann von Clara Schumann? Okay, jetzt geht es um den Vornamen. Ich gehe auf Robert und das ist richtig. Ja, Kunst und Kultur macht so weiter, glaube ich, wie sie aufgehört haben. Was ist keine Figur im klassischen Kasperltheater? Polizist schon. Ketel auch. Papst oder Krokodil? Ich gehe aufs Krokodil und es ist der Papst am Ende. Okay, also hätte man sich auch denken können. Aus der Zeit bin ich schon lange raus. Von welchem deutschen Komiker stammen die Gedichte Die Made, Die Nase und An meiner Brille? Da habe ich keine Ahnung. Gehe auf Loriot und das ist Heinz Erhardt, also eine richtige bei Kunst und Kultur. Also da hat jetzt Rund um die Welt die Chance, mehr zu machen. Jetzt bin ich also gespannt, was Rund um die Welt macht. Die haben ja am ersten Spieltag nur einen Unentschieden geholt gegen Im Labor. Wenn jetzt Rund um die Welt 2 Fragen ich da richtig habe, dann sind sie aktuell auf dem 2. Platz hinter Sport und Freizeit. Ja, wenn nicht, dann sieht die Tabelle anders aus, dann ist Kunst und Kultur weiter vorne. In welche politische Einheiten ist Indien aufgeteilt? Distrikte? Nein, es sind Bundesstaaten, also ganz normal wie auch in der USA. Wo geht auf der Südhalbkugel die Sonne auf? Südhalbkugel, wir sind doch auf der Nordhalbkugel in Deutschland. Bei uns geht es im Osten auf, dann geht es da im Westen auf. Auch im Osten, okay, also ein Punkt für Kunst und Kultur ist schon mal sicher. In welchem Land befindet sich die Mojave-Wüste? In Ägypten? Nein, in der USA. Und somit schafft Kunst und Kultur die nächste Sensation und gewinnt auch gegen Hund und die Welt, dieses Mal mit 1:0. Und somit ist Kunst und Kultur tatsächlich weiterhin auf dem 2. Platz. Jetzt kommen wir also noch zur Gruppe A. Da sind nämlich noch keine Partien bestritten worden in diesem 2. Spieltag und da fangen wir mit Kinofilme gegen Macht und Geld. Wird ein interessantes Duell, weil beide verloren haben. Das erste Spiel. Beide haben das erste Spiel verloren. Deshalb bin ich umso mehr gespannt, wie das jetzt ausgeht. Wer spielt die Rolle der Gabriela Montes im Film High School Musical? 2006 erschienen. Vanessa Hutchins war das, also das stimmt. Das ist richtig. Welcher Film von Steven Spielberg war am wenigsten erfolgreich? Schindlers Liste? Nein, das war sogar bekannt. Warum habe ich das überhaupt genommen? Richtig wäre Das Reich der Sonne. Und wer spielt die Schülerin Chantal im deutschen Film Fuck You Goethe 2013 erschienen? Caroline Herfurth ist falsch. Es war Cella Hase und somit eine Frage richtig bei Kinofilmen. Mal schauen, was jetzt Macht und Geld so macht. Jetzt bin ich also gespannt, was Macht und Geld so anstellt gegen Kinofilme. Durch welchen Parlamentsbeschluss kann eine Regierung, ein Regierungschef oder ein Minister abgesetzt werden?
Das ist das Misstrauensvotum. Und somit hat Macht und Geld schon den ersten Punkt sicher in Gruppe A. Aber es können noch mehr werden. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Wie heißt der Jurist, der von 1999 bis 2011 Richter des Deutschen Bundesverfassungsgerichts war? Udo Di Fabio. Und somit, ja, hat Macht und Geld schon gewonnen. Die Frage ist, wie hoch? Der Bundessicherheitsrat stimmte 2013 dem umstrittenen Verkauf von 104 Kampfpanzern Leopard 2 zu. Welches Land erhielt die Panzer? Sie hören vielleicht an Indonesien. Zwei richtige bei Macht und Geld und somit die ersten drei Punkte. Und Kinofilme geht immer noch leer aus. Pax Munsert hat alles richtig gemacht. Er hat Wunder der Technik genommen. Und das, genau das brauchen wir jetzt. Wunder der Technik gegen Haus und Kühn, die nächste Partie in Gruppe A. Ja, Wunder der Technik muss Gas geben, wenn man das erste Spiel knapp verloren gegen Körper und Geist. In welchem Jahr hatte das Space Shuttle Challenger seinen ersten Flug? Das war 1983. Welche Automarke hat einen Stern als Symbol? Ganz klar Mercedes-Benz, das weiß man. Und wozu ist ein Schnorchel nützlich? Unter Wasser atmen, auch das stimmt. Also Wunder der Technik, zwei richtige. Ist schon mal gut, also jetzt ist draußen im Grün tatsächlich mal etwas gefordert. Jetzt ist die Chance gekommen für draußen im Grün. Mal schauen, wie die abschneiden. Ob das hier ein Unentschieden wird, ob es eine Niederlage wird, ob es ein Sieg wird, alles ist noch möglich. Wie lang ist der weltweit kleinste bekannte Frosch ungefähr? Nicht groß. 0,3 mm ist falsch, 7 mm und somit gibt es schon mal keinen Sieg für draußen im Grün, was schon eine Überraschung ist. Weil in der Kicktipp-Gruppe haben alle auf Sieg getippt von draußen gewonnen. Wie lange verbleiben junge Eisbären nach der Geburt durchschnittlich bei ihrer Mutter? Ein Jahr, würde ich sagen. Das sind 2 Jahre. Heißt, Wunder der Technik schafft die nächste Überraschung. Schlägt draußen im Grün. Also schon einige Überraschungen gab es hier im Güstel Winter Cup. Was ist eine Lar? Keine Ahnung. Languste vielleicht. Nein, Gibbon. Und somit gewinnt Wunder der Technik tatsächlich mit 2:0 gegen Draußen im Kühn. Was für eine Sensation. Auch Heine Brand hat sich jetzt für die richtige Kategorie entschieden: Essen und Trinken. Das ist nämlich die letzte Partie: Essen und Trinken gegen Körper und Geist. Ja, da entscheidet sich jetzt die Tabellenführung bei Gruppe A. Es ist auf einmal wieder alles sehr spannend. Jetzt haben nämlich gerade mal 5 Kategorien 3 Punkte. Aber Essen und Trinken, Körper und Geist haben noch die Chance, mehr Punkte zu holen und. Eine der beiden wird auch Tabellenführer werden. Vielleicht sogar beide. Was bedeutet pushieren? Was waren das gleich wieder? Etwas unter dem Siedepunkt garen war es. Okay. Wie heißt eine würzig süß-saure und oft auch scharf pikante Soße der indischen Küche mit püree-artiger Konstanz? Chutney, das stimmt. Wie wird die Frucht Pitaya auch genannt? Drachenfrucht und somit zwei richtige bei Essen und Trinken ist bestimmt auch bei Körper und Geist möglich. Ob es möglich ist, seht ihr jetzt sowieso gleich. Jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass irgendwie die Gegner genau die Kategorien aussuchen, die ich brauche. Körper und Geist, jetzt der Gegner. Zwei richtige braucht Körper und Geist für einen Punkt, für den vierten. Drei richtige für ja, 6 Punkte und die Tabellenführung. Mal schauen, was passiert. Wer wird mit der Lehre über das Es-Ich und Über-Ich assoziiert? Keine Ahnung. Stanley Milgram, das war Sigmund Freud. Okay, welcher ist keiner der drei Energieträger in Lebensmitteln? Fette, würde ich mal sagen. Nein, Mineralstoffe. Somit, ja, Essen und Trinken, die 6 Punkte. Wie wird Schlafsucht ebenfalls bezeichnet? Also wenigstens das noch. Auch das ist falsch. Narkolepsie wäre richtig gewesen. Somit auch hier ein 2-0 für Essen und Trinken und jetzt schauen wir gemeinsam auf die Tabelle. Jetzt gibt es also den aktuellen Tabellenstand nach 2 Spieltagen im Quizduell Cup. Ja, bisher sieht es so aus, als obwohl die Gruppe A jetzt die spannendste wird. Also Gruppe B und Gruppe C, da haben sich ja die Gruppen schon in 2 Hälften so aufgeteilt. Die ersten drei Kategorien, die ja, weiterkommen möchten und die anderen drei noch, aber noch ist ja nichts entschieden. Es sind ja 2 Spieltage, es sind ein Fünftel erst durch von der Vorrunde. Genau, Gruppe A, Essen und Trinken führt souverän an mit 6 Punkten. 4 Fragen hatte ich da richtig.
Genau, dann dahinter Wunder der Technik etwas überraschend. Die werden dann jetzt auch tatsächlich im Achtelfinale. Genauso wie Macht und Geld, ebenfalls 3 Punkte. Ebenfalls 3 Punkte haben noch draußen Kühn und Körper und Geist. Das ist sehr interessant mit 4 Kategorien mit jeweils 3 Punkten, jeweils ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Ja, nur Kinofilme hat noch keinen Punkt gesammelt in Gruppe A. Die haben weiterhin 0 Punkte, aber kann sich noch alles ändern in Gruppe A. Kann sich noch alles ändern. Wie gesagt, ein Fünftel erst gespielt. Gruppe B war im ersten Spiel recht ausgeglichen, mit 2 Unentschieden. Jetzt gab es dann doch 3 Siege in Gruppe B. Glaube in der Legion führt dort souverän an mit 6 Punkten. Beide gewonnen, beide Duelle. Dann dahinter Büchermörder, einmal gewonnen, einmal unentschieden. Zeugen der Zeit auf Platz 3. Hätte man uns auch nicht so gedacht. Und dann noch 3 Kategorien mit jeweils 1 Punkt. Nämlich die 2000er Computerspiele um Musik und Hits. Genau, in Gruppe C sind sogar 2 mit 3 Punkten weit oben. Sport und Freizeit konnte man erwarten. Und die Überraschung bisher Kunst und Kultur ebenfalls 6 Punkte. Stark. Kunst und Kultur hat schon ein bisschen stark vorgelegt in dieser Gruppe. Hat unter anderem gegen Rund um die Welt und Medien und Haltung sich durchgesetzt. Also es sind auch nicht so, ja, schlechte Kategorien, würde ich mal sagen, wo ich nicht so gut drin bin, sondern auch so schon, wo ich ordentlich bin. Genau, dritter Medien und Haltung, wer stand jetzt aber nicht im Achtelfinale, ist jetzt selbst nur die besten zweiten Gruppendritten kommen weiter, weil sie 8 Plätze nur gibt im, ich sage Achtelfinale, Viertelfinale ist es. Genau, im Viertelfinale gibt es ja nur 8 Plätze, somit der schlechteste Drittplatzierte nicht dabei und das liegt halt jetzt aktuell an Tordifferenz, aber da ist noch gar nichts entschieden. Da schauen wir am 9. Spieltag eher drauf danach. Dann könnte sich da schon was abzeichnen. Genau, Rund um die Welt und im Labor mit 1 Punkt. Die haben ja gegeneinander das Unentschieden geholt. Und Comics ebenfalls mit noch 0 Punkten. So sieht's aus. Das war's dann auch mit dem 2. Vorrundenspieltag vom Quizduell Wintercup 2019. Wir sehen uns dann, genau, diese Woche dann nochmal. Ich denke, so am Mittwoch, Donnerstag wird es dann den nächsten Spieltag geben. Jetzt gibt es dann erstmal wieder ein Durchgang der Quizduell-Kategorien-Meisterschaft. Wir machen das immer ein bisschen abwechselnd, obwohl ich aktuell richtig viel Bock habe auf diesen Quizduell-Wintercup, aber man muss immer so ein bisschen abwechseln, dass wir halt mit beiden Projekten dann ins Ziel fahren können gemeinsam. Genau, also ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.